Bis jetzt mache ich eigentlich irgendwie alle Gruppenmitglieder. Das kann ich von keinem anderen Spiel behaupten. Naja gut, der Druide und die gruselige Mutter da, die ich jetzt in der Gruppe habe, die kenne ich ja noch nicht so lange. Aber vielleicht nehme ich den Druiden wieder mit, wenn ich in die Wildnis zurückgehe. Aber ich muss ihm unbedingt eine Fernkampfwaffe geben. You fought for the Deerwood in the Saints War? You'd better grab a couple pints before you get me going on that one. No complaints here. Ach, das ist Agadi, die hat mit Edda über den Krieg gesprochen. Oh, das Fass können wir plündern. Horde einer älteren Antilope. Ja, warum nicht? Und ja, ich wollte mich ja an den Holzdielen noch umsehen. Also noch mal rein da. Ganz kurz umschauen. Be cautious. Be constant. Ja. Am besten mit Hagrim, der hat die beste Aufspürtaktik. Könnte zum Beispiel hinten in der Küche was versteckt sein. Und wenn, dann glaube ich, dass es im Erdgeschoss unter den Dielen ist und nicht oben. Oder auch nicht. Da steckt übrigens eine Axt in der Wand, sehe ich gerade. Nette Details. Nö, hier ist nichts. Also wieder raus hier. Ich habe meine Party doch gesammelt. Auf jeden Fall sollte ich dem Druiden dann auch eine Fernkampfwaffe geben. Welche dabei habe. So. Dörfler, Dörfler, Wachposten. So, wo, wie gucken wir uns am besten um? Winfrieds Waffen und Rüstungen. Da haben wir, waren wir schon. Also da können wir uns umgucken, in dem Laden, in der Lederei. In der Mühle waren wir noch nicht. Ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal wieder zum Tempel. Und rede erstmal beim Tempel mit dem Priester dort, wie man es vorgeschlagen hat. Und dann gucken wir uns in der Stadt weiter um. Vorher würde ich aber gerne mit den Leuten hier ein Wörtchen reden. Entweder sind das die Jungs vom Bleiernen Schlüssel. Oder das sind die Verbrecher. Madrid. Ein Elf steht untätig neben der Straße und beobachtet das Dorf auf der anderen Seite des Flusses. Er nickt dir zu, als du näher kommst, und die vermummten Gestalten neben ihm werden still. Seid gegrüßt, Freund. Als er dich betrachtet, fängt er langsam an zu grinsen. Ich habe schon von dir gehört. Man sagt, dass du in Trutzburg ganz schön zu tun hattest. Er kommt zu dir. Ich habe auch viel zu tun und ich würde meine Aufgabe gerne zu Ende bringen und wieder ins Dorf zurückkehren. Was geht's denn da? Hast du es nicht gehört? Eine Mörderin läuft frei herum. Angeblich ist sie vor Trauer verrückt geworden und hängte ein Dutzend gesunder Kinder auf, nachdem sie selbst eine Fehlgeburt erlitten hatte. Er nickt die Gestalten neben ihm zu. Wir alle sind aus Trutzburg gekommen, um sie dafür zur Rechenschaft zu ziehen. Sie ist hier? Er nickt zum anderen Ufer hin. Sie versteckt sich im Dorf. Wir würden ihr ja selbst nachstellen, aber sie kennt unsere Gesichter. Wer weiß, was sie tun würde, wenn sie uns kommen sehe. Und wir würden gerne weitere Kollateralschäden vermeiden. Er beugt sich näher ran. Ihr Name ist Nifre, sie ist Orleanerin. Wir wollen sie aus dieser Ortschaft herauslocken, damit wir uns unbeobachtet um sie kümmern können. Sie weiß, dass wir nach ihr suchen. Wenn sie aber jemand überzeugen würde, dass es nur sicher ist, aufzubrechen.
Ich könnte sie herauslocken, ich weiß nicht. Er legt eine starke Hand auf seine Schulter. So eine Verrückte ist das Problem aller, mein Freund. Ich halte einfach die Augen offen, erinnere dich daran, was ich dir gesagt habe. Soll sie dir über den Weg laufen? Ich verspreche dir, dass es nicht zu deinem Nachteil sein wird. Ich habe ein paar Fragen an dich. Was geht es? Was genau hat Nefri getan? Erinnerst du dich? Sie war für den Mord all dieser Babys in Trutzburg verantwortlich. Schreckliche Sache, aber dafür wird sie schon noch bezahlen. Hast du schon Glück mit Refner gehabt? Ich suche nach einer Frau namens Alice Harrod. Hast du sie gesehen? Ich fürchte nicht. Ich habe nur nach Nefri gesucht. Erinnere mich nochmal, nach wem ich suche. Eine Orlan-Frau namens Nefri. Ich weiß nicht genau, wo im Dorf sie sich aufhält, aber es gibt hier nicht allzu viele Orlans. Ich sollte mich weiter auf die Suche machen. Okay, irgendwie widerspricht das. Weil, ja. Wenn sie eine Verrückte ist, die Kinder aufhängt, dafür kam sie mir zu ruhig vor. Also, sie kam mir nicht so vor wie eine... Ja. Wie eine Psychopathin. Eher wirklich wie eine Diebin. Und das hat sie mir auch als erstes gesagt. Sie klang ehrlich. Wir sollten sie auf jeden Fall gleich zur Rede stellen, sobald wir im Tempel fertig sind. Weil wenn wir sie damit konfrontieren, wird sie entweder schlecht oder besser reagieren. So, das ist ein kleiner hübscher Tempel. Und da ist Paliginas Stufenaufstieg. Warum tauchen die alle auf einmal so auf? Ach so, weil wir erkunden. Ja, stimmt. Ja, stimmt doch. Okay, Paligina. Mach mal Überleben und etwas Heimlichkeit. Intensive Flamme. Modifiziert Flamme der Flamme der Hingabe. Ja, das klingt nicht schlecht. Obwohl. Offensiv. Haben wir ihr schon Zweihandstil gegeben? Ja, haben wir. Anfälliger Angriff, unterbrechende Hiebe. Das wäre auch nicht schlecht. Defensiv. Reflexe Tapferkeit des Bärens. Wille des Bullens wäre eigentlich auch gar nicht so schlecht. Hat sie mehr Lebenspunkte. Oder? Nee, das ist die wilde Verteidigung. Unterstützung. Nee, bleiben wir bei intensive Flamme. Bei größeres Handauflegen. Nee, intensive Flamme. Sehr gut. Da könnten wir die bessere Unterbrechung geben. So, wer bist du? Sprich mit Beotmar. Mir taugt man nur zu, mich um die Kerzen zu kümmern. Herold Beotmar. Out with you. I already told you what. I'm sorry. I thought you were one of those ruffians. Als du eintrittst, dreht sich der alte Band um. Sein Gesicht ist mit Blutergüssen übersehen und seine Unterlippe ist geschwollen. Raus mit dir, ich habe schon gesagt, was. Er hält in und blinzelt dich durch ein blaues Auge an. Entschuldige, ich dachte, ihr wärt einer dieser Raufbolde. Jemand hat diesen Priester geprüft, aber nicht streng genug, wenn du mich fragst. Amateurhaft. Du rennst. Er grinst dich an, auch wenn es mehr wie ein Zucken wirkt. Wie kann ich dir helfen? Was ist ihm passiert? I never saw their faces. Strange hooded men asking about those ruins. Cleobon Relock. Most of the brigands who come through here asking about the ruins are looking for a few ancient trinkets. But these people knew the name, and they were in a hurry. Das war der eiserne Schlüssel. Er humpelt mit zum hauchdünnen Fenster hinüber. Ihre Gesichter konnte ich nicht erkennen. Merkwürdige Männer mit Kapuzen fragt nach diesen Ruinen. Cleobon Relock. Er äugt dich durch das schmutzige Glas an. Die meisten Migranten, die hier durchkommen, fragen nach den Ruinen und suchen nach ein paar alten Schmuckstücken. Diese Leute aber kannten den Namen und hatten es außerdem sehr eilig. They wanted to know where Cleobon Relock was. I tried to keep it from them, but I couldn't hold out forever. I don't know what they were up to,
but it can't be good. Sie wollten wissen, wo Kliban Rilak liegt. Ich versuchte es ihnen zu verbergen, aber vor sich berührte er einen Fleck bläulicher Haut um seinen Wangenknochen herum. Ewig konnte ich es auch nicht aushalten. Kopfschüttelnd hinkt er vom Fenster weg. Ich weiß nicht, was sie im Schilde führen, aber es kann nichts Gutes gewesen sein. Der alte Priester liegt höflich. Gibt es etwas, mit dem ich dir helfen kann? Haben Sie Fürst Harolds Tochter gesehen? Ich fürchte nicht. Fürst Harolds Männer haben mich schon befragt und das war das erste Mal, dass ich einen seiner Leute zu Gesicht bekommen habe. Hält sich eine Hand aufs Herz. Wo auch immer sie sein mag, in diesem Leben oder in einem anderen, ich hoffe, sie findet Trost darin, dass sie ihre Seele bei Berat ist. Woher will er wissen, dass sie tot ist? Die Leute im Dorf sagen, dass das Problem mit den Hohlgeburten hier besonders schlimm gewesen ist. Ist es. In allen Städten und Dörfern im Dürrwald hat es Hohlgeburten gegeben. Aber in Dürfern ist schon seit Jahren kein normales Kind mehr geboren worden. Die meisten unserer Leute sind auf der Suche nach Hoffnung in andere Dörfer gezogen und jene, die geblieben sind, haben sich verändert. Kinder versprechen einem die Zukunft, musst du wissen. Wenn man sie den Leuten wegnimmt, verändern sie sich. Ist dies ein Tempel von Beraf? Was können Sie mir über Beraf erzählen? Beraf ist der Universelle aller Götter. Er überwacht Portale und Zyklen aller Art. Und auch das Leben und den Tod selbst. Unter Beraf ist ein Ende lediglich ein Übergang zu einem neuen Beginn. Ja, das kennen wir schon alles. Fürst Redrick, den wir ja mittlerweile getötet haben, hatte ja vor, den alten Eotas-Tempel zu einem Berat-Tempel umzuweihen. Vielleicht macht das ja jetzt Kolsk. Beraf hat Zeit- und Kulturenübergreifend viele Repräsentationen. Im Dürrwald siehst du ihn üblicherweise als den bleichen Paladin oder den Totengräber. Die Klaffatars kennen ihn aber als Beven I. Akven und Akev I. Bivne. Ja, tolle Zungenbrecher. Erzählen Sie mir über den bleichen Paladin. Sie ist eine der jüngsten Erscheinungsformen Berats, aber nichtsdestotrotz eine Vertraute. In Geschichten wird sie als hagerer Ritter in einer schwarzen Rüstung mit schwarzen Augen, schwarzen Haar und Haut, so weiß wie Milch beschrieben. Also sehr bleiche Haut. Für Reisende, die zu lange auf der Straße ihres Fürsten verweilt sind, verlangt sie unmögliche Wegzölle. Manche fordern sie heraus, nur um sich dabei selbst zu schlagen. Wer ist der Totengräber? Gestandene haben jahrhundertelang Geschichten, Lieder und Gedichte über den Totengräber geschrieben. Manchmal ist er ein Mensch, manchmal ein Gnome und manchmal nur ein wandelndes Skelett. Er spricht niemals, aber er weist einem den Weg zum Tod und zum nächsten Leben. Außerdem schafft er es die Rahmenbedingungen dafür, dass missratene Kinder in ihre eigenen Gräber stolpern. Klingt ja sehr nett. Von Benven habe ich noch nie gehört. Es bedeutet Leben im Tod bzw. Tod im Leben. Man sieht sie als zwei Skelette, eins männlich und eins weiblich. Forscher haben sie gegenüber voneinander in Türstücken eingerissen gefunden, aber ich kenne keine besonderen Legenden, die sie erwähnen würden. Vielen Dank für die Information. Natürlich, Berat wurde einst in dieser Gegend von mehr Menschen gehuldigt, aber er ist ein stiller Gott. Er lächelt. Traurig, heutzutage benötigen die Leute klarere Antworten. Erzählt mir mehr über Dürfurt. Die Leute hier bleiben eher unter sich, so wie sie es auch in den meisten anderen Dörfern so tief im Dürrwald der Fall ist. Reisende verhalten sie sich misstrauisch, aber angesichts all der Migranten und Flüchtlinge, die durch diese Gegend ziehen, kann ihnen das auch niemand verdenken. Wo finde ich diese inquietarianischen Ruinen? Blanfarthen Tribe that guards the ruins will kill anyone who trespasses there. And they'll retaliate against us too, if history is any indication. We've had too many fortune seekers stir up trouble of late. If I'm to tell you, I'll need to know your reason for wanting to go. Der alte Priester zupft sein Bart und rutscht die Stirn. Der Glanfand-Stamm, der die Ruine bewacht, tötet alle Eindringlinge augenblicklich. Und die Geschichte hat bereits einmal gezeigt, dass sie dann auch an uns Vergeltung üben. In letzter Zeit haben hier einfach zu viele Glücksritter für Probleme gesorgt. Wenn ich es dir sage, dann muss ich den Grund wissen, warum du dorthin willst.
Gefährliche Ränke werden zurückgeschmiedet. Ich muss ihnen Einhalt gebieten. If that's the case, then we may already have trouble headed our way. I'll have to take you at your word. You'll find Cleobon Relog here. Whatever trouble you find there, please end it quietly and try to stay out of the ruins.